Juhu, Leute, eine neue Woche hat begonnen. Wir sind ja schon in der 17. Kalenderwoche und in dieser Woche gibt es ziemlich viele Sandwich. Mohoho, Frühstück. Es gibt eine Banane und zwei Toast mit Käse und Gurke. Das ist ein schöner Auftakt für die Woche. So, jetzt gibt es Abendbrot. Seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Ich habe Hunger. Und ich habe mir zwei Zucchinis angebraten mit zwei Eiern. Etwas Gewürzen. Ich finde, das Ei sieht sehr blass aus. Und dann gibt es noch zwei Toast, wie heute früh. Eins mit Gurke, eins mit Käse. Jo, das war's denn für heute. Ich werde auch keinen Nachtisch essen. Und dazu trinke ich natürlich wieder ordentlich Wasser. Dienstag. Guten Morgen, Frühstückszeit. Ich habe mir einen Apfel aufgeschnitten und dann gibt es noch Sandwich. Ganz normal wieder mit dem Käse und Gurke. Und das muss jetzt erstmal für den Tag reichen, bis es wieder heute Abend etwas gibt. Ihr merkt sicher, ich bin wieder etwas auf Diät. So, zweites Frühstück. Ich habe mir nochmal ein Spiegelei gebraten und natürlich nochmal Toast mit Käse und Gurke. Weil ich habe noch ein Hüngerle. Jo, ich war jetzt eine Kleinigkeit einkaufen im Netto. Ich gehe gleich nach Hause, was zu essen machen. Ich habe einen großen Hunger. War halt viel spazieren noch heute. Und ich sage euch mal, was ich eingekauft habe. Ihr könnt raten, dass ich so viel bezahlt habe. Hier ist mein Einkauf, klein und übersichtlich. Und am Ende des Videos verrate ich euch, wie viel ich dafür blechen musste. Ihr könnt ja schon mal in den Kommentaren raten. Und aus diesen drei Zutaten, oh, diese Kartoffel fast so groß ist wie meine Hand, mache ich. Und das mache ich daraus. Ein dampfendes Abendbrot zu später Stund, nämlich wieder mein Ofengemüse. Lecker. Und dazu wird es noch einen Kräuterquark geben, einen leichten. Sieht man noch mal den schönen großen leckeren Teller voller Ofengemüse. Und ich trinke noch eine Brause Tropical Zero. Nachtisch gibt es auch mit dieser Limited Edition von Rittersport, Kakao, Keks und Nuss. Mal gucken, wie die schmeckt. Ich muss sagen, ich fand sie recht lecker, aber auch nichts Besonderes. Ist ganz okay, würde ich mir vielleicht sogar noch mal kaufen. Mittwoch. Frühstück. Und es gibt wieder einen Apfel und zwei Sandwich mit Käse und Gurke und auch die restliche Gurke. Lecker. So, ich werde mir jetzt richtig geile Schnitzelbrötchen machen. Ich habe noch eine Packung Brötchen da. Und natürlich die Mühlenschnitzel. Schön lecker noch mit Salat und Käse. Und ich hebe mir auch immer extra diesen Dip hier auf. Buttermilk Ranch Dip von McDonald's. Den liebe ich unfassbar dolle. Der schmeckt nämlich richtig köstlich. Und der kommt dann noch schön als Soße drüber. Das wird lecker. Das Essen ist fertig. Die leckeren Schnitzelbrötchen. Köstlich. Und ich habe auch eine halbe Scheibe Käse natürlich mit drauf gemacht. Und Gurke. Köstlich. Und ich brauchte auch nur eine Soße. Und dann habe ich mir noch einen Toast gemacht. Ich habe ja neues Toastbrot geholt mit der restlichen Scheibe Schmelzkäse und etwas Gurke. Und jetzt werde ich mir einen schönen Film angucken und mir das schmecken lassen. Und ich habe mir auch ein leckeres Getränk gemacht. Und zwar wieder den Easy Drink von Spotness mit Blutorangengeschmack. Und den werde ich schön dazu sippeln. Donnerstag. Frühstück. Leckeres Frühstück. Auf Obst habe ich heute mal verzichtet, aber es gibt noch mal ein Brötchen mit Käse und Gurke und ein Toast mit einem leckeren Spiegelei. Zum Abendbrot wird es jetzt ein Zucchini-Omelett geben mit etwas Salat. Und als Aufstrich drauf gebe ich den leichten Genuss von Presso feine Kräuter. Das schaut doch gut aus. Dazu werde ich mir natürlich noch einen Isodrink Blutorange machen. Die Salatblätter habe ich übrigens auch eingeschmiert mit dem Frischkäse und noch etwas von diesem leckeren Gewürz hier, Magic Dust. Kann ich empfehlen, es ist ganz schön lecker, muss ich sagen.
Und das hier ist wirklich sehr, sehr köstlich. Auch ein leckerer Snack. Freitag. Es ist wieder Frühstückszeit und kaum zu glauben, schon wieder Freitag. Und es gibt bei mir das letzte Brötchen, wieder mit Gurke und Käse, einem Spiegelei und einer Banane. Ich war schon wieder spazieren und bin wieder auf dem Weg nach Haus. Ja. Und warte hier auf den letzten Bus. Bis zum 2. Mai kann ich nur kostenlos fahren und dann mache ich mir erstmal was Leckeres zu essen. Der Bus ist gerade einfach nur 2 Minuten früher gekommen und an der Bushaltestelle, wo ich drin saß, vorbeigefahren. Jetzt laufe ich weiter zu Fuß nach Haus. Eine Straße mit gruseligen Einfamilienhäusern. Hockt da einfach unter einer Bank eine Katze. Die Häuserreihe sahen echt viel beleuchteter aus und gruseliger. Auf dem Foto hier seht ihr das. Zu Hause wieder angekommen, gibt es nicht nur Wasser, nein, auch einen großen Teller Sandwich aus 6 Scheiben Toast, die zusammengeklappt sind, mit Kräuterfrisch, Käse leicht, Gurke, veganer Salami und Käse und Salat. Aber es wird nicht das Einzige bleiben, danach gibt es noch einen leckeren Snack. Um diesen Snack handelt es sich, und zwar Salatblätter gefüllt mit dem restlichen leichten Kräuterquark, etwas eingelegte rote Paprika und gewürzt das Ganze mit Magic Dust. Ahaha, Hamster oder Sonnenwind. Guten Morgen. Heute gibt es mal zum Frühstück einen Alpro Vanillejoghurt, 250 Gramm, und zwar den halben Becher mit einer Kiwi. Abendbrot ist fertig. Es gibt einen Nizza-Salat mit 2 gekochten Eiern, Gurke, eingelegter roter Paprika und Salatherzen. Dazu ein Kräuterdressing und dazu die restlichen 2 Toastscheiben mit jeweils einer Käse- und einer veganen Salamischeibe. Etwas Gurke. Dann ist das auch aufgebraucht. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Sonntag. Guten Morgen. Die Sonne geht auf. Wir haben es jetzt bald 6:30. Und bibbidi-bim. Ich mache mir erstmal einen grünen Smoothie mit natürlich Spirulina, einem halben Apfel, Salatblättern und ein kleines Stückchen Gurke ist da auch noch mit drinne. Ja, da kommt jetzt noch Wasser rein und dann mixe ich den. Neben dem leckeren grünen Smoothie gibt es jetzt den restlichen Alpro-Vanillejoghurt mit dem halben Apfel und es gibt noch ein gekochtes Ei. So, ich mache mir jetzt Abendbrot wieder mit Kartoffeln. 21:30 Uhr habe ich angefangen zu kochen, aber erst um 3 Uhr frühs am Montag gegessen, weil mein Puschel mich spontan besucht hatte. So, jetzt ist endlich das Abendbrot fertig. Pascal ist nämlich spontan zu mir gekommen und ihr seht, ich habe mir einen warmen Kartoffelsalat gemacht mit gekochten Kartoffeln, 2 gekochten Eiern und einer Tomate. Und dazu gibt es noch ein Roggenvollkornbrot mit einem Garden-Gourmet-Burger. Den zweiten ist Pascal. Und das ist das leckere Mahl für heute. Proteine, Proteine, Proteine. Das ist übrigens Pascal, der Eier und einen Burger. Und natürlich noch Roggenvollkornbrot. Da freut er sich. Ja! Lecker, lecker. Und da ist die Woche auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat das Food Diary gefallen. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Und um es aufzulösen, für den Einkauf habe ich 5,99 € ausgegeben, inklusive Pfand. Ja, klein und fein und trotzdem habe ich recht gutes Geld gespart, weil auch vieles im Angebot war oder ja, eben reduziert. Ja, wir sehen uns und hören uns im nächsten Video und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Lebtag. Bis denne!